Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16. Heute spielen wir gegen den Union Berlin. Wir sind ja momentan Zweiter hinter Freiburg, weil wir das letzte Spiel ja unentschieden gespielt haben gegen, ich weiß nicht mehr wer es war, Heidenheim oder so. Die sind jetzt momentan auf Platz 10, waren auch relativ stark, muss ich ja sagen. Und in deiner Startelf steht ein nicht einsetzbarer Spieler. Problem selbstbeheben und Änderung speichern. Abbrechen einfach. Mannschaft. Wer denn? Oh, der Leuchten. Ah, stimmt, der hat sich ja verletzt. Stimmt ja. Der war ja was. Dann tun wir da einfach wieder einen Jürgensen hin. Ziemlich viele sind nicht gut drauf. Zalbuti soll jetzt auch nochmal spielen. Hier soll auch nochmal der Leuchten spielen. Soll ja immer jeder spielen. So, die sind alle gut drauf. Außer vielleicht der Röse, der Geldmacher ist auch nicht gut drauf. Da kommt jetzt einfach Schalupa hin. So. Deal kommt dahin für Wischnewski. Und Wischnewski kommt einfach mal rein. Weil Scholte soll ja auch nicht immer spielen, ne? Ja. So. Zentrale spielen. Alles klar. So, da bin ich jetzt mal echt gespannt, wie wir heute spielen. Da das letzte Spiel ja nicht so erfolgreich verlief und wir nur hinten drin standen, dann bin ich jetzt echt mal ein bisschen gespannt, wie das heute sein wird. Kein schönes Wetter heute, liebe Zuschauer, aber bestens gelaunt trotzdem. Ja, es regnet wieder. Man sieht es. Und es könnte auch wieder sein, dass wir diesmal wieder nicht treffen werden, wegen dem Regen halt, ne? Und ich hoffe, die spielen sie jetzt nicht die ganze Zeit hinten rum. Es geht mir richtig auf den Sack, wenn die das machen. Ich hasse das. Hört auf damit. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Was? Wieso sind die denn so aktiv, Alter? Die sind One-Touch, Junge. Das ist zweite Bundesliga. Das ist nicht Weltmeisterschaft. So, klappt doch. Mal schauen, ob Rösa mal endlich Fernschüsse kann. Ich bezweifle es, ja. Aber wir haben es ja jetzt oft genug eigentlich trainiert. Und er hat die ja auch eigentlich gut abgeschnitten. Jawohl. Rösa! Zack! Nein! Bam! Jawohl, 1-0. Herr Kovlevic hat's gemacht. 1-0. Super. Super gemacht. Endlich, Junge. Boah, der hat sich wunderschön gedreht. Und dann kommt ja Kovlevic mit dem Volley und bam! Ins Eck. So, 1-0. So kann es doch weitergehen. Siehst du, wenn der Röse endlich mal Fernschüsse kann, dann läuft es ja auch alles. Oh, der war schlecht, der Pass. Der war schlecht. Oh, 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 oh. Wir müssen jetzt auf jeden Fall aufpassen, dass wir kein Gegentor kriegen. Weil das wäre nicht so geil. Das wäre echt nicht so geil. Oh, wow. Nick Schalupa. Zack. Nein. Nein. Boah, war das knapp. Weiter geht es mit gut, komm. Colin Buch ist natürlich auch wieder da. Bam. Nein. Komm, gib mir wieder den Ball. Oh, 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 oh. Das sah ein bisschen eklig aus. Einfach so gegentreten und dann einfach wegfallen. So, 22. Minute. Ist ja alles noch drin. Noch nicht mal zur ersten Halbzeit vorbei. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Oh, oh. Jawohl. Boah, Junge.
ultimative Abwehrleistung. Da wird er gestört. So, erstmal wieder Sicherheit aufbauen. Oh shit. Oh shit. Ah, den kriegen wir. Sehr gut. Nein, oh, das wäre so ein schöner Pass gewesen. Das wäre ein super Pass gewesen. Aber der kam leider nicht durch. Komm. Na, Karika ist zu langsam. Siehst du, Union Berlin steht noch hinten drin. Das ist gut. Das ist eigentlich sehr gut. Oh shit. Jawohl. Gut, Colin. Jawohl. Nein. Kann man auch mal faul pfeifen, ne? Jawohl. Jawohl. Salbuti ist gut drauf. Oh. Ah, kein Elfmeter. Gut. Nein. Oh. Muss man ein bisschen offensiver gehen. Ansonsten haben wir da einfach keine Chance gegen. Weil wir vorne einfach nichts gerissen kriegen. Geschissen kriegen, meine ich, nicht gerissen. Boah, war das knapp. Oh shit. Nicht gut. Oh, zum Glück kann er nicht schießen. Das hätte schon das Gegenteil sein können. Boah, wir haben nur 61% Ballbesitz, das ist echt nicht gut. Das ist echt nicht gut. Wir stehen momentan nur hinten drin. Oh shit. Jawohl, gut. Komm. Komm. Nein. Oh Gott. Shit. Nein. Boah, Junge. Mann. Ja, okay. Okay. 1-0 zur Pause. Ist ja vollkommen okay momentan. Sie sind hier in Führung, auch dank wieder einmal einer klasse Defensive. So. Und weiter geht's. Weiter geht's. Die bewechselnden Quering kommt raus für Nick Chi, glaube ich. Jawohl. Oh, shit. Komm, komm. Mach den Einwurf. Die passen immer noch sowieso so Waschlappen. So voll langsam. Bam! Boah, weit drüber, Junge. Boah, kann nicht wahr sein. Komm. Jawohl, schönes Kopfballduell gewonnen. Coutinho ist zum FC Barcelona gewechselt und verlässt Liverpool. Jawohl, schöner Pass. Ah, nein, ich dachte, er kommt anders. Ich dachte, er kommt anders. Und den Ball hat er sich geholt. Jawohl. Nein, auch Mann. Ich dachte, Baumann hätte den. Daube. Jawohl, Baumann. Ah, oh, shit. War ein Foul. Okay. Brandy geht raus für Felipe. So, komm. Oh, oh, boah, das war knapp. Ist ja beinahe ein Eigentor gewesen. Junge, Junge, Junge. Das war echt knapp. Komm. Ah, ich glaube, wir haben ja schon ein Eigentor, ne? Oder? Haben wir schon ein Eigentor gemacht? Ich weiß auf jeden Fall, ich habe schon auf jeden Fall irgendwann mal hier in FIFA 16 ein Eigentor gemacht.
Aber ich weiß nicht, ob das in der Karriere war. Immer noch 1-0, 60. Minute. Oh, Daube, Junge, Daube. Junge, hol dir doch einfach den Ball. Jawohl, Nick. Wunderschön. Na. Ah. Oh, oh. Boah, das war knapp, das war knapp. Junge, Junge, Junge. Der sieht aus wie ein Affe. Boah, ich dachte, geht voll in den Winkel rein. Komm, gib mir den Ball. Boah, der rennt einfach nur dagegen. Alles klar. Ah, der ist aus. Was? Immer noch nicht aus? Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Gib mir den Ball! Sofort! Oh oh. Oh oh. Boah, wunderschön abgelenkt, Junge. Wunderschön. Sieht echt nicht schlecht aus. Schauen wir uns nochmal an. Hier der Schuss und da die Parade. Zack. Wunderschön. Ah, guter Kopfball. Röser, Junge, lauf! Lauf! KK, das haben wir so oft geübt. Nein. Wir haben das doch wohl so oft geübt. Kann auch nicht wahr sein. Ich glaube, das müssen wir nochmal üben. So ein scheiß Konter, Junge. Jetzt ist die Kugel weg. Na. Mann. Wunderbar, wunderbar. Der ist drin. Nein! Was? Der musste drin sein. Oh, Junge. Jürgensen, weit dran vorbei. Ah, Sabaga. Nach einer guten Chance aus. Ich hoffe, es würde uns gleich nicht noch das Genick brechen, dass ich jetzt gerade den einen nicht reingemacht habe. Ah, nein. Jawohl, aber Röser hat ihn noch. Was? Jawohl, Elfmeter. Wenn er so hart reingeht, dann muss es Elfmeter geben. Guck dir das an. Hier. Zack. Oh, oh, oh. Da ist er über seine eigenen Füße gestolpert. So, wer macht ihn denn? Das macht ihn der Jakovlevic. Dann hat er 2 Tore heute. Wenn er trifft. Er trifft. Jawohl. Wunderbar. Wunderbar. 2 Tore. 2-0. Damit gebe ich mich zufrieden. Puh. Sah ja anfangs echt nicht gut für uns aus, als sie da 90% Ballbesitz oder so hatten. Aber dann kam das 1-0 von Jakovlevic und jetzt gerade das 2-0 und ich glaube, damit ist auch gewesen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt 2 oder 3 Tore in 3 Minuten schaffen. Außer der Freistoß geht jetzt rein. Ja, wollte ich gerade sagen. So aber ganz und gar nicht. Komm schon, Jakovlevic. Lauf! Rosa, Rosa. Jawohl. Zack. No, Junge. Kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, wir müssen auch nochmal Schussgenauigkeit mit dem üben. Weil bislang ging alles eigentlich ziemlich am Keeper. Ah, wunderschön gemacht. Nein. Oh, oh. Keine gute Klärung. Jawohl, gut. 2-0. 2-0. Wunderbar.
Sehr gut. So. Weiter. Jakovlevic war eindeutig der Beste. Und die beiden haben 0-0 gespielt. Oder wie? Habe ich das zu verstehen? So, wir sind wieder Erster. Jetzt machen wir noch eben Training. Training. Röser und so machen jetzt am besten einfach mal Abschuss aus kurzer Distanz. Nein, durchsetzen. Schussgenauigkeit, genau. Schussgenauigkeit. Hier bitte auch noch Schussgenauigkeit. Da. Hier bitte Flügelspieler. Einmal der... Ah, Gott. Junge, Junge, Junge. Was mache ich da? Schalupa. Bitte... El Rondo. Mittelfeldspieler kann ich den Colin Buch noch als was machen wir? Pässe beherrschen und Torhüter der Wischnewski machen wir Abwehr und Abschläge. Das haben wir gesehen, war nicht so gut, deswegen trainieren wir es jetzt. Alles klar. Schussgenauigkeit. Dirigiere deine Schüsse durch die Lücken in der Mauer, um Tore zu erzielen. Es gibt dabei verschiedene Szenarios, wäge also deine Optionen ab und wähle bei jedem Versuch den angemessenen Schusstyp. Oh, das war das? Och nö. Das mochte ich überhaupt nicht. Doch, der war nicht drin. Junge, es kann jetzt wieder Jahre dauern, bis ich irgendeinen Punkt mache. Ja. Junge, Junge, Junge. Der ist dran, der ist dran, der ist dran. Jawohl. Oh, Mann. Nein, falsche Ecke. Falsche Ecke. Der geht drüber. Ja. Mann. Oh, das war falsche Richtung. Ich dachte, er wäre unten. No, der war auch nicht drin. Mann. Der ist drin. Sehr gut. Der ist drin. Na, nein. Kann nicht wahr sein. Oh, falsche Richtung. Shit, nochmal. Ja, falsche Richtung. Das ist voll schwer. Schon wieder falsch. Der ist drin. Oder dran vorbei. Sehr gut. Ja, schon wieder falsch. Jawohl, sehr schön gemacht. Endlich. Ah, falsch. Der ist dran. Nein, auch Mann. Das sieht immer so gut aus. Jawohl. Nein, oh, dann prallt er da dreimal ab. Jawohl. Der ist drin. Gut. Gut. Klappt doch. Endlich, Junge. Ja, falsch. Okay. Mit C bei dieser Übung bin ich mit zufrieden. Das gleiche müssen wir jetzt auch mit noch Karaka machen. Na, no, das wird jetzt echt schwer. Na, dran vorbei. Ne, drin. Sehr gut. Der ist dran vorbei. Ne, auch drin. Sehr gut. Ja, mit so Lupferpässen, da kann ich mir echt eigentlich die Punkte ziemlich gut farmen. Sehr gut. Oh, die sind immer schwer. Was? Der war auch drin? Krass. Oh, shit. Ah, der ist nicht dran. Okay. Nee. Nee. Na, der ist dran vorbei. Nee. Mann.
Nein, oh Gott. Letzter Versuch. Ah, nee. Was ist das? D. Ja, D ist auch noch okay. Gut. El Rondo, spiele hintereinander Pässe auf deinen Mitschüler. Okay. Das schaffen wir doch. Nein. Oh Gott. Ich bin das nicht gewohnt, dass die Spieler sich so viel bewegen. Aber das macht ja eigentlich auch jeder Club in seinem Training. Siehe Bayern oder so. Oh, nein. Oh Gott. Ja, neuer Versuch. War nur D. Ja, das ist eine schöne Trainingsform. Das war nicht für den in der Mitte. Oh Gott. Was für ein Fehlpass, Junge. Oh Gott. Was ist da los? Oh Gott. Die laufen dann immer hinter den Gegenspieler. So, komm. Boah, da geht er voll hart rein. Ah, D. Ja, ist okay. Pässe beherrschen. Spiele deinen Mitspieler mit hohen Stallpässen an. Abseitsstellungen werden dabei mit Minuspunkten bestraft. Okay. Na, okay. Jetzt hab's verstanden. Ah, abseits. Oder? Doch nicht. Doch, war abseits. Na, shit. Boah, das ist voll schwer. Ja, ist gut. Ich glaube, das muss ich auf jeden Fall noch mehr machen. Na, und der schießt dann noch dran vorbei. Ja, okay, auf jeden Fall nochmal. Jetzt habe ich so langsam die Übung verstanden. Oh Mann. Na shit. Oh, der schießt immer dran vorbei. Das kann doch nicht wahr sein. Zack. Boah, kann nicht wahr sein. Boah. Oh, shit. Na, okay. Ja, wow. Immer noch F. Neuer Versuch. Der muss halt einfach nur treffen. Nee, der trifft nicht. Der trifft einfach nicht. Ja, klappt doch. Endlich. Nee, der trifft einfach nicht. Unerklärlich sowas. Ein Stürmer, der einfach nicht trifft. Ja, mit links auch noch weit dran vorbei. Ja, egal, ich kam zum Abschluss. Ich krieg dadurch Punkte. Na, Gott. Na, okay. Paar Bonuspunkte. Ah, oh, C ist okay. C ist okay. Abwürfe und Abschläge. Passe den Ball mit dem Torwart auf deinen Mitspieler. Verwende dazu Abschläge oder Abwürfe. Alles klar. Boah, das war knapp. Okay. Ja, voll gegen die Mauer. Das gibt viele Minuspunkte. Gut. Schöner Ball. Kann ihn auch annehmen. Sehr gut. Schöner Ball. Kann ihn auch annehmen. Sehr gut.
Gut, Junge, gut, 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 gut. Wunderschön, wunderschön, exzellent. Besser kann es nicht sein, besser kann es nicht sein. Sehr gut. Der KHK hat sich in Schusskraft verbessert. Das ist doch schön zu sehen. So, Training beenden. Einmal ins Büro. Enttäuscht nicht in der Stadt zu stehen. Stimmt, das habe ich vergessen. Ups, sorry. So, dann verabschiede ich mich hier auf jeden Fall. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.